Hallihallo und willkommen zur fünften, nein, zur neunten Folge. Wie komme ich auf 15? Genau, weil wir neunte Folge des FIFA 15 Karrieremodus. So wird ein Schuh draus. Und ja, wir waren heute also ganz nah dem Transferfenster im Winter. Wintertransferfenster. Aber zunächst das Spitzenspiel der Barclays Premier League. Southampton FC gegen Chelsea FC im St. Mary's Stadium. Chelsea 40 Punkte, Southampton 39 Punkte, Newcastle 38 Punkte. Also alles ein bisschen durcheinander gewürfelt in der Spitze. Sowohl unser 1 und als auch Newcastle, muss man ja ehrlich sagen. Die würde man da oben ja sonst auch nicht so erwarten. Chelsea hingegen schon. Gut, die ersten Chancen der Partie rollten dann auch ein. Nach ein paar Minuten hatte Pelé die erste dicke Chance. Dann Ramirez auf der anderen Seite nach Klasse Dribbling. Und ja, dieses Spiel war noch auf Weltklasse. Aber ihr werdet sehen, wir werden nach dieser Partie auf Legende umschalten. Also den Wunsch von vieler von euch werden wir entsprechen. Und ja, ich würde gerne mal von euch wissen, das frage ich auch noch mal am Ende der Episode, frage ich jetzt schon mal, was glaubt ihr denn jetzt, wo wir auf Legende umschalten, auf welchem Platz landen wir am Ende der Saison? Ihr werdet diese Partie sehen und dann die nächsten zwei noch auf Legende und dann könnt ihr euch noch mal ein Bild machen, wer jetzt noch seinen Tipp nicht abgegeben hat. Aber ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr mal euren Tipp unten in den Kommentaren abgebt. Was für eine Position wir jetzt mit dem Wechsel auf Legende erreichen, nachdem wir zur Winterpause jetzt, auch wenn es sie wirklich nicht gibt, da sehr gut dastehen. Ja, dann stand es aber 1-0 durch den Treffer von Schürrle, dann erhöhte Chelsea 2-0, ich glaube Loic Remy, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber ich kann mich auch gut täuschen in dem Moment, erhöht auf 2-0, sah also nicht wirklich gut aus. Majuka nochmal mit der Chance, aber wieder Tschech im kurzen Eck, der hielt Chelsea hier die 0. Und jetzt aufgepasst, jetzt wittere ich ein bisschen Verschwörung und ein bisschen Geldschieberei von den werten Herrn Abramovic, denn hier fällt das 3-0 auf sehr, sehr dubiose Weise. Und das Eigentor, wie wir hier sehen, durch Rein Bertrand, der ja bekanntlich ausgeliehen ist von einem gewissen Chelsea, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da bitte rieche ich eine kleine Verschwörung. Spaß. Aber ja, 0-3 war jetzt schon sehr deutlich. Enes Ünal schafft es dann, Tschech doch noch im kurzen Pfosten endlich mal zu überwinden, obwohl es die ganze Zeit nicht geklappt hatte. Aber das war am Ende dann zu wenig. Wir verlieren 1-3 zu Hause. Schürrle, Remy und Eigentor durch Bertrand. Oder Bertrand? Ja, wie auch immer. Mir wurde ja gesagt, nicht Bertrand, nicht Französisch, sondern Bertrand, würde ich dann behaupten. Und ja, damit ging es dann auf Legende, auch wenn wir das letzte Spiel auf Weltklasse noch verloren hatten, geht es jetzt auf Legende und wie gesagt, tipp doch mal bitte, wo wir am Ende landen werden in der Liga. Gut, dann ging es gegen Arsenal und gegen die, wer sich noch vage erinnern kann, letzte Episode, oder vorletzte, nein, letzte Episode müsste es gewesen sein, haben wir gegen Arsenal schon gespielt und haben richtig aufs Maul bekommen. 4-0 haben wir am Ende verloren, das war noch auf Weltklasse, jetzt sind wir auf Legende gegen Arsenal. Und Arsenal mit 35 Punkten uns im Nacken sitzen. Wer übrigens hier genau hinguckt, sieht, Manchester City ist nicht mal auf der ersten Seite der Tabelle. Also wer mir hier was von unrealistisch erzählen will, der muss sich beim Computer bedanken. City nicht mal auf der ersten Seite der Tabelle. Gut, wir also gegen Arsenal und es ging so los, wie das letzte Mal es aufgehört hatte, mit der Dumbia-Einlage-Show. Sanchez, Dumbia und Latte. Ja, da hatten wir direkt mal eine Menge Glück bei dieser ersten Szene und dann wurde es aber deutlich besser, muss ich zugeben. Vor allem Young macht eine starke Partie, legt immer der auf für Pelé und dann klärt Mertesacker. Nächste Aktion, wieder über rechts, wieder bei Young, der geht hier an Sanchez vorbei. Legt den Ball ab auf Pelé und jetzt aufgepasst, was macht Niang da? Das Tor ist leer und er schießt ihn fast in Seiten aus. Ganz, ganz schwacher Abschluss. Hier hätte das schon durchaus einzeln stehen können müssen. Genau wie hier, wie der Szczęsny und dann Pelé am Tor vorbei. Also langsam, aber sicher wurde es dann doch etwas bitter, dass wir hier noch nicht 1-0 führten. Nächste Aktion, na klar, Niang geht hier wieder vorbei an 1-2. Dann wird er von Mertesacker gestoppt. Die Flanke kommt, wird rausgeklärt. Und dann kommt der Ball zu James Ward-Prowse und Szczęsny im Nachfassen. Also ihr seht schon, erste Halbzeit, auch wenn die erste Chance Dumbia gehörte, war dann doch unsere. Aber wir haben den Ball nicht im Tor unterbekommen. Nächste Chance, Niang legt ihn zurück.
mit Pelé und im letzten Moment wird der Ball noch geblockt. Das war die dicke Chance. Dann Arsenal im guten alten Footstyle. Einfach Dumbia steil schicken, aber der schießt den Ball drüber. Ihr seht, wir waren, auch wenn es jetzt tatsächlich auf Legende war, doch am Drücker. Reed, unser Talentchen, scheitert aber wieder am starken Schelchen hier. Dann sind wir schon in der 84. Minute und dann Jay Rodriguez, der über außen marschiert, sucht den Ball in die Mitte. Dann kommt der Ball zu Niang. Und wieder ein Bein dazwischen. Das war so das Picture of the Game, das Bild dieses Spiels. Nächste Aktion nochmal Jay Rodriguez und wieder Szczęsny. Immer Szczęsny oder irgendein Bein verhindert unsere Rache an Arsenal. Und so spielen wir am Ende 0:0. Und dafür, dass es auf Legende war, war ich natürlich nicht allzu genervt. Hätte natürlich gerne gewonnen. An der Hand oder Anzahl der Chancen, die wir in dieser Partie hatten. Aber sollte nicht sein. 8:1 Schüsse aufs Tor, am Ende 0:0. Ja, kann ich trotzdem gegen Arsenal mitleben. Ja, aber es war Transferzeit und ich dachte mir, guckst du mal ein bisschen so ein paar Spieler, während wir leider sehen, dass Tadic sich 2 Wochen verletzt hat im letzten Spiel. Und dann kriegen wir ein Transferangebot, während ihr seht, ich habe bei so ein paar Spielen angefragt. Chalanolu, Maxim, Rose, Muriel, Gutlets, Bemba, Assom, Balonga, ein paar interessante Spieler waren auf jeden Fall dabei, aber ja, die meisten waren zu teuer. Dann leihen wir Harrison Reed aus an Bristol City, wo ich hoffe, dass er viel Spielzeit bekommt, denn bei uns bekommt er nicht ganz so viel, wie mir lieb ist. Dann kriegen wir Otto Boruc zurück, komische Leihe geht zu Ende. Dann kriegen wir 1,25 Millionen nochmal Transferbudget, da hatte ich nach 5 Millionen gefragt, nur 1,25 bekommen, denn wir haben leider fast gar nichts und es wird ganz, ganz schwer für uns sein, jetzt noch irgendwas in Sachen Transferfenster zu erledigen, irgendwas zu kaufen, weiß ich nicht, ob wir das noch hinbekommen. Aber ja, es ging in die zweite Partie, natürlich wieder Legende an alle, die hier fragen. Und ja, jetzt gegen Middlesbrough im FA Cup habe ich mir natürlich schon etwas mehr erhofft als dieses 0-0 gegen Arsenal. Denn die Keeper schienen nochmal eine Stufe stärker als vorher, wobei die Keeper natürlich immer auch von der Tagesform abhängen, ob sie mal so einen reinlassen oder nicht. In FIFA 15 ist das ja so. Ja, Middlesbrough, unser erster FA Cup Gegner, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir vorher schon hatten. Vorher war ja nur Capital One Cup, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, wir hatten die erste dicke Chance. Mayuka, 16. Minute. Der Mann für die Pokalspiele. 1:0 in der 17. Minute. Wunderbarer Start in die Partie. Aber so schön blieb's nicht. Denn Fossen ist hier durch. Rüdiger kommt an, nimmt ihm den Ball ab und der Schiri entscheidet auf Elfmeter. Ja. Ja, ja, in meinen Augen nicht wirklich eine, auch wenn das eine scheiß Kameraeinsicht ist. Nehmen wir mal in meinen Augen nur den Ball weg, aber gut, Fossen gegen Foster und das ist mal ein starker Elfmeter. Keine Chance für Foster, egal was er macht, da kommt er niemals dran. Unter die Latte gesetzt, Middlesbrough gleicht aus und ja, jetzt hatten sie Blut geleckt und mit einer klasse Kombination landet der Ball bei Mustafa Carayol. Pfosten, viel, viel Glück in dieser Situation. So viel Glück hatten wir da in zweiter Halbzeit aber nicht mehr. Denn es gab die nächste Chance in Middlesbrough. Und wieder der Schuss, Foster sieht nicht gut aus. Und da ist wieder Carayol, trifft 2:1, Middlesbrough dreht die Partie. Jetzt waren wir natürlich unter Druck. Wir konnten nicht so früh im Pokal ausscheiden. Auch wenn wir unsere Pokalmannschaft oder zweite Mannschaft auf dem Parkett hatten, konnten wir das nicht über uns ergehen lassen. 88. Minute, Ward-Prowse, Traumpass auf Mayuka. Und da war er, der Ausgleich, Strafraumbelagerung, voller Angriff auf Legende und ein Tor in den letzten 20 Minuten ist, glaube ich, die Trophäe. Ja, haben wir das auch noch abgeschlossen. Und ja, dann hätte es noch besser kommen können. Wieder Ward-Prowse, Ecke kommt rein, Bernardeschi einmal, Bernardeschi zweimal. Und ja, wie auch immer, wir müssen ins Rückspiel gegen Middlesbrough, haben dann das Heimrecht und dann sehe ich unsere Chancen doch schon sehr, sehr hoch, dass wir uns für die nächste Runde qualifizieren. Dank Ward-Prowse und Mayuka, die uns hier ein bisschen den Arsch gerettet haben in den letzten Sekunden. Ja, wir sind dann auch schon wieder fast am Ende angelangt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dieses Video bewerten würdet oder ein Like geben würdet, wenn es euch gefallen hat. Denn, ja, letzten Episoden schien das Ganze gar nicht mehr so anzukommen bei euch. Weiß ich nicht, ob es an irgendwie an diesem neuen System liegt oder ob ich es einfach nicht mehr so mögt. Würde mich mal interessieren, ob ihr das Ganze noch sehen wollt. Wie auch immer, lasst
wie gesagt, Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, wo glaubt ihr, dass wir am Ende landen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Wir verkaufen noch einen alten Sack, verleihen einen Jungen und dann bis zum nächsten Mal. Wir sind immer noch Zweiter. Tschüss.